Herr Winter, stellen Sie bitte die Zentrale Akademie für Berufe im Gesundheitswesen GmbH bitte einmal vor. Ja, ich bedanke mich erstmal, dass ich hier auf der MyJob OWL unsere Akademie vorstellen kann. Die Zentrale Akademie für Berufe im Gesundheitswesen mit dem Standort in Gütersloh ist eine große Bildungsakademie für Berufe im Gesundheitswesen. Wir haben einen großen Stamm von Mitarbeitern am Standort Gütersloh, die hochqualifizierte Ausbildungen haben, um eben in diesen Berufen mit dem Schwerpunkt Pflegeausbildung eben auch tätig zu sein. Und unter anderem betätigen wir nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Fort- und Weiterbildung. Und dazu haben wir noch eine Abteilung, die eben auch für Gesundheitskongresse, Tagungen und so weiter zur Verfügung steht. Was fällt Ihnen zum Stichwort Pflegeausbildung als gesellschaftlicher Auftrag ein? Die Pflege ist ein gesellschaftlicher Auftrag, weil wenn Sie die Medien verfolgen, dann werden wir immer mit dem wachsenden Pflegebedarf konfrontiert. Das heißt, wir haben den Auftrag in unserer Akademie verstanden und bilden in abgestuften Konzepten für diesen Beruf der Pflege eben aus. Welche Möglichkeiten der Qualifizierung in pflegerischen Berufen gibt es? Ja, ich habe ja eben schon die abgestuften Konzepte erwähnt. Wir haben eben erstmal die klassische Möglichkeit der dreijährigen Ausbildung. Diese dreijährige Ausbildung ist eine hochqualifizierte Ausbildung, ist eine staatlich anerkannte Ausbildung, die mit dem Berufsabschluss der Gesundheits- und Krankenpflege endet und in diesem Beruf dann eben auch qualifiziert am Patientenbett in unterschiedlichsten Einrichtungen des Gesundheitswesens tätig zu sein, seien das eben Krankenhäuser, seien das Altenpflegeeinrichtungen, sei das die ambulante Pflegerehabilitationseinrichtung. Außerdem hat man nach diesem Berufsabschluss die Möglichkeit, sich in vielfältiger Weise weiterzubilden, fortzubilden, um im Pflegemanagement, in der Lehre oder auch in der Wissenschaft tätig zu sein. Dann sagen Sie uns bitte noch was zu den Herausforderungen. Welchen Herausforderungen muss sich die Pflegebildung in Zukunft stellen? Ich möchte vielleicht noch einmal darauf eingehen, dass wir mit den Herausforderungen auch diese abgestuften Konzepte noch mal erweitern müssen. Wir sind dabei im dualen Studiengang in der Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Bielefeld, eine akademische Grundqualifizierung in der Pflege auch durchzuführen. In dieser akademischen Grundqualifizierung hat man die Möglichkeit, den Berufsabschluss, die staatliche Anerkennung zu erwerben und gleichzeitig einen Bachelor of Science, was dazu qualifiziert, eben direkt auch wissenschaftlich weiterzuarbeiten und die Wissenschaft auch ans Krankenbett zu bringen. Die andere Richtung dürfen wir auch nicht vergessen, dass Menschen eben ja, die Möglichkeit bekommen, über eine einjährige Pflegeausbildung den Weg in die Pflege hineinzufinden, um sich dann später weiter zu qualifizieren. Wenn wir allerdings die Perspektiven sehen, dann glaube ich, dass wir den gesellschaftlichen Auftrag so verstehen müssen, dass wir eine gemeinschaftliche, generalistische Pflegeausbildung in den Fokus nehmen müssen. Und diese Perspektive haben wir bei uns in der Akademie ganz klar im Blick. Und diese Perspektive werden wir weiter verfolgen. Und ich freue mich darauf, dass viele Bewerber diesen Weg eben auch gehen werden, um sich für solch eine generalistische Ausbildung in der Zukunft eben auch zu bewerben.